Spitzenspiel in der Bezirksliga 12. Am kommenden Sonntag kommt es in der Bezirksliga 12 zum Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams. Im heimischen Salvo-Stadion empfängt die Spielvereinigung Emstetten 05 den SV Burg Steinfurt. Beide Mannschaften galten schon vor Saisonbeginn als Titelfavoriten und belegen gemeinsam mit jeweils 36 Punkten die Plätze 1 und 2. 14 Uhr soll die Partie in Emstetten angepfiffen werden, allerdings ist die Austragung der Begegnung aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse noch gefährdet. TuS Hiltrup bindet Kastner langfristig. Westfalenligist TuS Hiltrup hat in einer wichtigen Personalie die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Club aus Münsters Süden hat seinen hauptamtlichen Trainer Martin Kastner bereits jetzt bis 2015 gebunden. Kastner und Hiltrups Sportleiter Rolf Neuhaus einigten sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für die nächsten beiden Spielzeiten. Auch Co-Trainer Michael Vollmer und Torwarttrainer Andreas Daveke sagten für diesen Zeitraum zu. Ein Vertrauensbeweis der Abteilungsführung für den Coach, dessen sportliche Bilanz mit Platz 7 und 23 Zählern aus 16 Begegnungen stimmt. Ramona Dirkmann zieht es in die Regionalliga. Nach gut einem halben Jahr kehrt Mittelfeldspielerin Ramona Dirkmann vom Frauenlandesligisten Wacker Mecklenburg zurück zu Germania Hauenhorst. Im Juni letzten Jahres war Dirkmann an die Egelshofe gewechselt, sammelte bereits im letzten Ligaspiel der vergangenen Saison erste Landesliga-Erfahrungen und lief in diesem Jahr 8-mal für den Tabellenzehnten auf. Ab der Rückrunde wird Dirkmann wieder für ihren alten Verein spielen, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. Tim Gödicke verlässt Altenberge. Trainer Tim Gödicke verlässt den Bezirksligisten TuS Altenberge nach Ablauf der Hinrunde. Erst vor einem Jahr hatte Gödicke das Amt von Gero Mocchiaro übernommen. Gödicke führte Altenberge in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt. Aktuell rangiert das Team auf dem 13. Tabellenplatz der Staffel 12. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Für Tim wurde der zeitliche Aufwand zu groß. Wir bedauern seine Entscheidung, erklärte Dietrich Schulze-Marmeling, sportlicher Leiter beim TuS, gegenüber der Fußballzeitung Heimspiel. Das komplette Interview mit Schulze-Marmeling finden Sie in der Donnerstag erscheinenden Heimspiel-Printausgabe.